Ich freue mich so, ne? Wie so ein kleines Kind. Ja, und dann kann man das so abziehen und geht doch. Moin Leute, willkommen wieder zu einem neuen Video. Ich bin Survival Pete und in diesem Video erkläre ich euch, dass ich ein großes Camp habe, aber leider keine Toilette. Ja, und wie dieses Problem endlich gelöst wird, das zeige ich euch jetzt im Video. Also, es ist ja wichtig, in der Natur aufs Klo zu gehen und es ist leider hier sehr weitläufig, also man kann einen von Weitem sehen. Und von daher würde ich sagen, ich baue hier so jetzt die Toilette auf. So, im nächsten Schritt wird der Boden planiert, das heißt, man schaut, dass man hier eine gerade Fläche hinbekommt. Zweiter Schritt, die Fläche verdichten. Die kommt hier so in die Mitte rein. Hier kommt jetzt noch der Deckel. Und mal schauen. Wuppa! Ja, so ist das immer mit den ganzen Wurfzelten. So. Zieh ich einmal hier dran. Mal schauen. Oh ja, es geht. Ja, von innen drin beschichtet. Ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich, weil man keine Wärmestrahlung hier verbreiten soll. Aber so an sich ist die Größe optimal. Das passt. Wunderbar. Hier habe ich jetzt noch ein paar Schnüre und ein paar, ich sag mal, Erdnägel, womit ich dann halt das Zelt befestige. Aber aus Erfahrung weiß ich schon, dass diese Erdnägel halt dieses Ding hier nicht halten. Vor allen Dingen nicht, wenn der Wind von da vorne kommt. So, ich habe mir halt so eine etwas dickeren Erdnägel geholt. Die sind eigentlich für den Winter gedacht, um die halt im Schnee zu packen. Da der Boden hier sehr weich ist, werden diese kleinen, dünnen Erdnägel einfach rausrutschen, wenn der Wind ein bisschen döller ist. Und zack, das hält schon von allein. So, jetzt muss ich reingehen und das dann nochmal von innen drin befestigen. Und dann schön gleich nach hinten auf Spannung bringen. Ja, okay, das Zelt hält jetzt so ein bisschen lasch, ne? Aber dafür sind ja noch die Außenbefestigungen dran. Ja, ich muss sagen, zu den ganzen Produkten, die ich hier halt immer entweder neu aufbaue oder halt zum ersten Mal aufbaue, ist immer so das Problem, dass ich immer nicht weiß, wie verhält sich das Material, wenn es zum Beispiel ein halbes Jahr hier draußen steht. Deswegen hatte ich ein identisches Zelt auch aufgebaut und hat es einfach mal ein halbes Jahr lang stehen lassen. Ja, also Leute, die Schnur, die da dran ist, macht mich doch ein bisschen stutzig. Die ist doch sehr dünn, deswegen werde ich einfach noch mal meine schöne dicke Paracord-Schnur nehmen. So, und dann werde ich auch hier wieder diese dicken, leichten Erdnägel nehmen. Ja, die sind ja eigentlich für Schnee gedacht und sind halt sehr, wie sagt man, stabil. Und auch wenn sie im Boden sind und, ne, und das Paracord hier durch diese kleine Öse gesteckt ist, dann wird hier nichts dran an dem Erdnagel schleifen oder hin und her wackeln und dann reißen. Von daher ist auch hier schon mal eine sehr starke Stabilität gegeben. Ja, jetzt ist die Toilette fertig für den Einsatz. Ja, dann würde ich sagen, wenn man muss, dann muss man, ne? Und dann klappt man das ganz einfach hier runter. Zack. Und dann kann man das hier zumachen. Und jetzt kann man ganz gemütlich, entweder links oder rechts, hier sind noch so zwei Fenster, kann man ganz gemütlich die Natur genießen. So, wir kommen nochmal auf die Toilette zu sprechen. Also. Die Toilette ist von Outwell und ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher, ob das jetzt 10 Liter ist oder 20 Liter. Auf jeden Fall haben wir unten ein Schmutzwasserbehältnis. Das hier ist zum Öffnen. Kann man hier auch wunderbar sehen. Dieses Panzertape in Orange habe ich ran gemacht, damit man halt sieht, wo man das halt öffnen muss. Ne? Für die, die sich mit der Toilette nicht so auskennen. So, dann, wenn man sein Geschäft erledigt hat, also man öffnet am besten, bevor man sein Geschäft macht. So, das läuft da rein und dann ist es vielleicht hier ein bisschen dreckig. Dafür gibt es hier die Pumpe. Da drückt man rauf und dann gibt es hier so einen Sprühstrahl. Ja, und dann kann man halt, wie schon gesagt, auch hier die Klobürste benutzen. Das ein bisschen so sauber schrubben. Mach das einfach mal. Zack. Ne?
wird vielleicht eine Sauerei, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall finde ich das ganz cool, dass man hier spülen kann und dann beim Öffnen, dass das Wasser wieder abläuft. Ja, ich habe jetzt in dem Behälter nichts drin, also keine Chemie. Muss ich mir noch überlegen und suchen, ob da was Gutes gibt. Ja, ansonsten finde ich das richtig cool gemacht. Mit der Pumpe hier und mit dem Sitzen. Ja, Campingtoilette halt. Fürs Camp ideal. Ja, im Notfall kann man das hier halt links und rechts abbauen. Dann kann man den Schmutzwassertank mitnehmen. Oh, guck mal, hier ist gar nicht fest gewesen. So. Ja, und der hat hier hinten so eine ganz, ganz große Öffnung. Wenn ich das auseinandergebaut habe, dann kann ich das aufmachen und wegkippen. Auch ganz cool gelöst. So, jetzt muss ich nur noch schauen, wo ich das Toilettenpapier hinmache. Und dann ist es soweit fertig. So, sieht jetzt so ein bisschen aus wie eine Triangel. Na, wer kennt es noch? Hier so ein Metallbogen und dann haut man da immer so drauf. Kling! Ja, bin ich mal gespannt. Also, selbstgemachte Klohalterung aus den Sachen, die ich da habe. Jetzt schwebt das hier oben. Ja, aber es funktioniert trotzdem. Ach, ich freue mich so, ne? Wie so ein kleines Kind. Ja, und dann kann man das so abziehen und geht doch. Sehr schön. Ich bin gespannt, wie das nachher mit der Luftfeuchtigkeit hier ist. Nicht, dass das irgendwann zu nass ist. Werde ich ja sehen. Oh, und die zweite Rolle packe ich hinten in die Tasche rein. Und dann schaue ich mal, ob das mit der Luftfeuchtigkeit allgemein geht. Ansonsten muss ich mir dort auch nochmal was überlegen. Aber so hat man erstmal Toilettenpapier. Und es läuft. Sehr schön. Cool. Also im Grunde genommen ist das hier eine richtig coole Überwurftoilette. Schön aufgebaut. Man kann das zum Beispiel auch auf dem Festival mitnehmen oder so. Außer die Steinplatten, die Betonplatten jetzt hier unten verbaut habe. Ja, Zelt einfach hinwerfen, befestigen mit den Erdnägeln, Toilette reinstellen, fertig. Man hat seine mobile Toilette. Ja, ich bin gespannt, wie lange die hält. Gut, ansonsten, man sitzt sehr bequem hier drauf. Angenehmer wie auf so einem Donnerbalken oder als ob man sich nur so über ein Loch hockt. Guti, das war's mit dem Video. Jetzt habt ihr gesehen, dass ich endlich mal nach Jahren hier auch auf Toilette gehen kann. Genau. Endlich, ne? Endlich mal ein bisschen ziviler geworden hier. Ansonsten, ne, bleibt alles so weit mit der Natur heil. Und ich kann das, wie schon gesagt, immer wieder wegbauen oder hinbauen. Wichtig ist, dass es mobil bleibt. Danke, dass du reingeschaut hast und wir sehen uns im nächsten Video.